Perfekt. Und damit beginnt tatsächlich auch die Aufzeichnung. Ja, ich habe schon gesagt, wir werden 45 Minuten sprechen, aber worüber sprechen wir eigentlich? Wir haben drei Themenblöcke mitgebracht. Ist ein bisschen klassisch, ne? Nach why, what and how. Wir fangen an, darüber zu reden, warum müssen sich Organisationen eigentlich so verändern, dass sie zukunftsfähig werden oder es aber bleiben? Was sind die Auslöser dafür? Natürlich sprechen wir auch darüber, was das eigentlich bedeutet. Also welche Bestandteile hat eine Organisation und was braucht es, damit die Organisation zukunftsfähig ist oder bleibt? Und selbstverständlich reicht es nicht zu sagen, so sieht ein Zielzustand aus, sondern wir sprechen auch darüber, wie kommen Sie von heute in diese Zukunftsvision der Organisation. Habe ich ziemlich oft auch schon wir an der Stelle gesagt, wer sind wir? Das bin auf der einen Seite ich, Tanja Waldner, Expertin für Org-Transformationen. Also ich begleite seit mehr als 14 Jahren Unternehmen wirklich von dem Zustand A in einen Zustand B. Steckenpferd von mir ist sicherlich, diesen Zustand B tatsächlich zuerst einmal zu definieren, vor allem welche Strukturen brauche ich, welche Rollen, Verantwortlichkeiten, aber auch welche Governance und ein Zusammenarbeitsmodell braucht es, damit B tatsächlich funktioniert. Ich leite auch bei Deloitte in Deutschland diesen Bereich Organisationsdesign, aber habe natürlich auch massiv Erfahrung darin, wie kriege ich denn oder wie begleite ich ein Unternehmen dann tatsächlich in dieser Transformation in die Zukunft. Das, was ich und mein Team tun, ist sehr methodisch, ja, und wir tun das tatsächlich komplett industrieübergreifend. Also für sämtliche Unternehmen, die Sie sich vorstellen können, vom Konsumgüterhandel bis zu Banken und Maschinenbau. Das Gute bei Deloitte ist, dass wir natürlich unterschiedliche Experten haben und so zum Beispiel auch heute im Duo mit dem Thorsten zusammen. Denn Thorsten ist dann wirklich der Experte, der mir und meinem Team normalerweise hilft, diese Methodik zu übersetzen für eine bestimmte Industrie, für ein bestimmtes Unternehmen. An der Stelle Thorsten, derjenige für Konsumgüter und Handel. Ja, danke dir, Tanja. Und vielen Dank für die Einladung. Super spannendes Thema. Future Ready Organization in der CB-Industrie, Retail und FMCG-Industrie. Ich glaube, das Thema ist ein Dauerbrenner. Es ist begeisternder und wichtiger denn je und freue mich auf eine spannende Stunde, interessante Fragen und eine gute Diskussion. Aber vielleicht ganz kurz zu meiner Person. Thorsten Zierlein, mein Name. Ich bin Partner innerhalb der Deloitte. Verantworte das Thema Consumer Business, sprich in unserem vielfältigen Angebot, was wir als Deloitte am Markt platzieren, wirklich dort ich nenne es mal die Klammer bildend und die inhaltliche Klammer bilden über Kernfragen von Consumer Business im Retail-Sektor als auch in der Consumer Products-Industrie. Ja, bin selbst in der FMCG-Industrie mal groß geworden, dort sehr stark im Marketing- Vertriebsbereich, aber nun in der Beratungszeit seit gut 15 Jahren und begleite ja, vielfältige Unternehmen in unterschiedlichsten Transformationen und ja, und ein Thema Organisation, ob es im Organisationsdesign oder in den Prozessen dahinterliegend ist, ist immer eine relevante Frage bei jedem Projekt. Und umso mehr freue ich mich über Herausforderungen, als auch ja, vor allem Lösungen mit Ihnen diskutieren zu können. Sehr gut. Wir gucken tatsächlich erstmal jetzt in diesen Block rein. Wo befinden wir uns eigentlich gerade und warum müssen Organisationen etwas tun, um weiterhin zukunftsfähig zu bleiben oder tatsächlich zu werden? Und das ist als allererstes wirklich auch komplett industrieübergreifend und vor allem, ich glaube, in der heutigen Zeit wichtig ist einmal zu sagen, vollkommen losgelöst von der Pandemie, in der wir uns befinden, von Krieg, den wir gerade erleben, wie die Ukraine, von Fachkräftemangel, von Klimadiskussionen. Vollkommen unerheblich dessen setzt dieses digitale Zeitalter, ne, in dem wir uns gerade befinden, einfach Unternehmen unter extremen Druck. Ich finde es ganz spannend. Es gibt eine Studie, die sagt, dass diese sogenannte vierte industrielle Revolution, die wir gerade erleben, eine Auswirkung in der Massivität hat, wie die ersten drei Revolutionen zusammengenommen. Dass sicherlich auf der einen Seite die technologische Disruption, die wir als Individuen, aber auch Unternehmen, glaube ich, immer noch nicht in Gänze greifen können, was es tatsächlich für uns bedeutet. Wir haben nie dagewesene Mitarbeitererwartungen der Belegschaft an uns. Und wir haben tatsächlich einen sich ständig verändernden
Kundenbedürfnisse um uns herum. Das alles führt zu einer unglaublichen Geschwindigkeit, aber auch Komplexität in Veränderungen, denen wir ausgesetzt sind. Und das wiederum führt dazu, dass die Welt eigentlich täglich unvorhersehbarer wird. Und das gleichzeitig von Unternehmen erfordert, immer noch anpassungsfähiger, ja, wir sagen agiler, flexibler, resilienter tatsächlich zu werden. Jetzt kann man sicherlich sagen, ne, auch früher hat es Veränderungen und Disruptionen gegeben und Unternehmen konnten immer irgendwie darauf reagieren und überleben. Das ist meine Antwort immer erstens, naja, nicht alle konnten wirklich damit umgehen und haben erlebt. Das sind sicherlich plakative Beispiele. Es gibt keinen Blockbuster mehr, wir nutzen Netflix. Es gibt kein Toys R Us mehr. Wir bestellen Spielzeuge über Amazon. Also das ist das eine. Es konnten nicht alle damit umgehen. Es haben nicht alle überlebt. Aber früher war auch anders als heute. Denn wenn wir uns einmal anschauen in der Vergangenheit, in dieser sogenannten alten Welt. Das ist jetzt ein bisschen schwarz-weiß, also ich bin mir sehr wohl bewusst, dass ich an der Stelle verallgemeinere, aber es hilft ja teilweise auch. In der alten Welt ging es um Effizienz. Prinzipiell darum, immer größer, breiter, schneller zu werden und damit erfolgreich zu sein. Und es funktioniert in einer Welt, in der ich Beständigkeit habe, in der ich meinen Wettbewerb in- und auswendig kenne, in der ich einen stabilen Markt habe, meine Kundenbedürfnisse kenne und auch vorhersagen kann. Und tatsächlich bin ich dann erfolgreich. Was passiert ist, ist, ein Großteil der Unternehmen haben ihre Organisation darauf basierend linear, sehen Sie in dieser blauen Linie, immer weiterentwickelt, sind dann in einem Maximum, sage ich immer ein bisschen ketzerisch, in der Matrix gelandet und das Gefühl gehabt, so, da sind wir jetzt und jetzt braucht es auch nicht mehr mehr. Aber das funktioniert nicht. Sie sehen alleine einmal diese grüne Kurve exponentiell, wie sich Technologien weiterentwickelt haben. Aber das ist ja nur ein Faktor. Denn insgesamt bin ich in einer Welt heute, die nicht mehr so vorhersehbar ist wie früher. Wir hatten da gerade drüber gesprochen. Und auf einmal wundere ich mich, wo kommt jetzt eigentlich dieser Start-up-Wettbewerber von links an mir vorbei? Den habe ich überhaupt nicht kommen sehen. Das heißt, in dieser neuen, unvorhersehbaren Welt ist eine reine Effizienz einfach nicht mehr der Schlüssel, ja, sondern da geht es wirklich darum, eine Anpassungsfähigkeit zu haben, um zu reagieren auf unvorhersehbare Kundenwünsche, wie die sich entwickeln, um auf diese neue Art der Belegschaft zu reagieren, mit Wettbewerbern umzugehen, einen instabilen Markt zu haben und trotzdem erfolgreich zu sein. Ja, das Ziel ist ja nie nur zu überleben, sondern darin auch erfolgreich zu sein. Und das ist tatsächlich, was ich hier gerade gezeigt habe, vollkommen unabhängig von der Situation, in der wir gerade sind, mit Krieg, mit Materialbeschaffungsschwierigkeiten, mit Fachkräftemangel. Und es ist vor allem auch erstmal unabhängig von der Industrie. Thorsten wiederum weiß natürlich, dass zu dem, was uns alle gerade im Moment betrifft, dass ganz spezifische Trends in der Konsumgüterindustrie und auch im Handel gibt, die diesen Effekt eigentlich nochmal verstärken, zumindest für Sie und Ihre Unternehmen, die wir heute eingeladen haben. Ja, du hast zwei wichtige Wörter angebracht, das Thema Unvorhersehbarkeit und das Wort Komplexität. Beide Themenstellungen gibt es zu einem gewissen Grad schon immer und beide werden eigentlich getrieben durch Trends. Und in den letzten 10 Jahren sind natürlich ist die Consumer Simplicity und daraus abgeleitet die Konsumententrends eigentlich im Mittelpunkt der Retail-Industrie als auch der Consumer Products-Industrie. Und wenn wir mal diese Trends betrachten, welche wir im Moment in den letzten 2 Jahren in den Fokus gestellt haben, ich möchte gar nicht auf alles jetzt eingehen, gibt es, sagen wir mal, so zwei große Kapitel, die oben drüber stehen. Und das eine, und das hat meiner Ansicht nach eine riesige Auswirkung für die CP-Industrie, ist, ich bin mal ein bisschen ketzerisch und sage, die Markenloyalität oder Produktloyalität, die nimmt kontinuierlich ab. Die nimmt aufgrund unterschiedlicher Maßnahmen ab. Das eine ist, und das kommt aus dem ersten oben links stehenden Backup-Planner, sie nimmt einfach ab, weil das Produkt teilweise gar nicht mehr verfügbar ist und der Kunde auf einen Plan B zurückgreifen muss. Das ist, sagen wir mal, ungewollt. Das ist jetzt nicht aus einer Konsumentenperspektive getrieben, sondern im Endeffekt aus dem Angebot getrieben. Aber es ist Realität.
Das Zweite, und ich glaube, das ist wiederum sehr stärker auf das Thema Markenloyalität, Produktloyalität wirkend, ist, Kunden verändern sich und stellen eigentlich das, ja, in Neudeutsch Excitement viel mehr in den Vordergrund und das Thema Individualität. Sprich, ein Produkt, eine Markenerlebnis nimmt insofern ab, dass ein Kunde immer weniger entlang der Masse geht, sondern für sich sein eigenes, ja, Great Life Refresh, wie es unten steht, im Endeffekt haben möchte und dadurch sich ganz spezifisch durch den Produktwald und Markenwald bewegt. Was hat das für eine Bedeutung? Das hat eine signifikante Bedeutung, wenn ich mir gerade in einem Consumer Products Umfeld mich bewege, wo in vergangenen Tagen Organisationen eher auf the $1 Billion Brands aufgebaut worden sind und weniger auf Individualität. Sprich, das hat einen riesigen Einfluss. Und das zweite große Thema ist im Konsumententrend, das ist nichts Neues. Der zweite Punkt, Climate Changes, dass endlich ja, das Wort Klima Net Zero an Wert und Bedeutung insofern gewonnen hat, dass es weg von Überschriften hin zur Umsetzung kommt, was eine Signifikanz hat in der klassischen in dem Organisationsdesign, aber vor allem, wie ich mit dem Markt arbeite, wie ich mit dem Kunden arbeite. Und last but not least, in den Konsumententrends, ich glaube, ja, dass das Schlagwort Digitalisierung kennen wir seit 10 Jahren. Mich hätte gefreut zu sagen, das Thema ist jetzt insofern erfolgreich abgeschlossen. Ich glaube, an vielen Stellen sind wir sehr gut dabei. Nichtsdestotrotz geht es natürlich auch dort immer weiter. Und das Thema Metaverse ist ein Thema mit einem großen Potenzial, aber mit großen Fragezeichen. Auch das muss im Endeffekt gelebt, gemanagt und ja, erfolgreich ergründet werden und hat dementsprechend auch auf Komplexitäten und Vorhersehbarkeiten eines Unternehmens Auswirkungen. Das alles für sich wäre eigentlich schon mehr als genug, wenn wir über Trends sprechen. Und jetzt kommt das große Aber. Ich bin mir nicht sicher, ob das im Endeffekt Stand heute die Auswirkungen und die Beeinflussung für die zukünftige Organisation hat oder, und jetzt eigentlich 5 Schritte zurückgehen, es nicht eher klassische externe Effekte sind, die wir entlang der Jahrzehnte immer wieder erlebt haben, aber die wir, glaube ich, einzigartig gerade heute erleben, dass sie gleichzeitig alle passieren. Und gleichzeitig in dieser Dimension passieren, dass man eigentlich im Endeffekt sehr schnell, sehr reaktiv Prozesse, Go-to-Markets, jegliche Themenstellungen adaptieren muss, weil man de facto eigentlich nicht weiß, was morgen wieder passiert. Das hat im Endeffekt und kann eine Auswirkung haben aufgrund dessen, dass der Konsument, ja, es gibt eine Neuaufstellung der privaten Spendings, der Geldbeutel wird neu verteilt. Und selbst der Konsument weiß nicht, wie er ihn verteilen soll. Keiner weiß es. Keiner weiß im Endeffekt, ob es jetzt einfach nur eine kurzfristige Reaktion ist oder ob es ein nachhaltiges Nachbeben gibt. Sprich, im Endeffekt das Thema Unsicherheit und Unvorhersehbarkeit im Konsumentenverhalten, aber daraus dann übertragen natürlich auch auf ihre Kernprozesse im klassischen Retail-Management, aber auch im herstellenden Gewerbe ist signifikant. Und ich glaube, das ist im Endeffekt der ausschlaggebende Treiber, auch wenn wir über Future-Ready Organization sprechen müssen. Sprich, ja, Schlagwort Flexibilität, Agilität und Schnelligkeit. Du bist auf Stumm, Tanja. Der Klassiker, ne? Der Klassiker. Nach über 2 Jahren Remote-Arbeit passiert es immer noch. Aber das unterstreicht ja im Endeffekt nur nochmal das, was wir vorhin gesagt haben, diese Notwendigkeit der Anpassungsfähigkeit, weil ich weiß einfach nicht, was morgen sein wird. Und das Spannende ist, wenn wir uns anschauen, Unternehmen, die so klassisch als die Vorreiter der Anpassungsfähigkeit gelten. Und ja, das sind dann teilweise Namen wie Netflix, Spotify, ING Bank, aber eben auch eine IKEA. Dann fällt auf, dass die quasi ihre DNA komplett verändert haben. Also die gehen insgesamt weg von einem reinen Effizienzgedanken, von einem typischen Command and Control hin zu einer wirklich enormen Veränderungsbereitschaft auf der einen Seite, aber auch einer Veränderungsfähigkeit auf der anderen Seite.
so dass sie wirklich in der Lage sind, auf diese sich ständig ändernden Anforderungen zu reagieren. Und dafür reicht es nicht, just another reorg zu machen, ne? Und ein bisschen an meiner Struktur zu drehen und die Matrix noch mal ein bisschen zu verändern, sondern es geht eigentlich vielmehr darum zu verstehen, dass die Organisation am Ende ein lebendes, atmendes System ist, ne? Und dass eine Organisation aus vielen Elementen besteht und dass der eigentliche Auftrag ist, diese sogenannte, auch wenn das Wort überstrapaziert ist, Agilität, Flexibilität, Anpassungsfähigkeit, Resilienz, in jedes Element dieser Organisation zu injizieren. Wir haben es uns ein bisschen einfacher gemacht, um zu sagen, nicht eine Million verschiedene Elemente, sondern runtergebrochen einmal auf 5 Elemente, wie man so eine Organisation, ein lebendes System clustern kann. Wir haben auf der einen Seite das Ökosystem. Da spielt eine große Rolle, was ist eigentlich mein Purpose? Welchen Purpose habe ich? Und wie gestalte ich, führe ich nicht nur mich als ein Unternehmen, sondern eben auch dieses Ökosystem, in dem ich existiere. Ich habe natürlich die Organisation und die Struktur als ein Thema. Eine anpassungsfähige Organisation hat auf der Strukturebene ganz klare Charakteristika. Ne? Das geht weg wirklich von Silos, das geht weg von reinem Effizienzdenken, Funktionsgedanken. Ich reduziere meine Hierarchieebenen. Ich habe weniger, aber dafür eine klare Governance an der Stelle. Aber das reicht ja nicht, sondern ich muss mir wirklich auch überlegen, welche Teams brauche ich, um in so einer Organisation erfolgreich zu sein. Und dann geht es um Teamstrukturen, um das Schlagwort New Ways of Working sicherlich auch und um das Thema Kultur. Also wodurch zeichnen sich solche hochperformanten Teams eigentlich aus, die ich brauche? Diese Art von Teams braucht natürlich auch eine bestimmte Art von Führung, denn Teams können nicht erfolgreich sein, wenn ich nach wie vor ein Command and Control Leadership habe, das in alten Mustern gefangen ist. Ja, da muss ich mich einfach genauso bewegen. Und ich rede immer so unglaublich viel von agilen Strukturen, flachen Hierarchien, wenig Governance, viel Verantwortungsübernahme. Das bedeutet aber ja, dass ich von den Individuen erwarte, dass sie sich eigentlich wie ja, Unternehmer verhalten, ne? Und dass sie sich auch gleichzeitig in diesem stetigen Wandel und nicht wissen, was morgen eigentlich ist, tatsächlich wohlfühlen und somit eine gewisse Resilienz haben. Also es ist ein ganz schön breites Feld, das ich aufmache, um wirklich ganzheitlich am Ende so anpassungsfähig zu sein. Was wir jetzt machen werden, wir gehen mit Ihnen zusammen in jede dieser Ebenen einmal rein, geben ein bisschen Futter drumherum, methodisch, theoretisch, inhaltlich, wie sich das gestaltet, aber haben natürlich auch Beispiele mitgebracht, wie das andere Kunden in der Konsumgüterindustrie und im Handel tatsächlich auch schon umsetzen. Wir fangen an mit dem Ökosystem. Ökosystem hat für mich 2 Komponenten. Und das eine ist tatsächlich das, was wir immer als den Purpose nennen. Denn in einem Ökosystem, das dürfen wir nicht vergessen, haben sie keinerlei feste Struktur und sie haben keine Hierarchie. Also sie können gar nicht ihr ganzes Ökosystem zwingen, in Anführungsstrichen, in eine bestimmte Richtung zu laufen. Sie brauchen also etwas wie so ein Kleber, das sie alle in diesem Ökosystem zusammenhält. Der Purpose oder man kann auch sagen, der Nordstern, ne, sagt man ja auch häufig. Das ist wichtig, um Ökosystem zusammenzuhalten. Das ist aber auch wichtig in Richtung Mitarbeitende. Denn wir wissen, Mitarbeitende möchten gerne verstehen, was sie mit ihrer täglichen Arbeit eigentlich beitragen. Was ist mein Wertbeitrag? Inwieweit ist das, was ich jeden Tag mache, die kleinen Aktivitäten, die ich auf meinem Tisch habe, wirklich ein Beitrag zum Purpose des Unternehmens? Ich finde, die Banken sind da immer ein dankbares Beispiel an der Stelle. Denn wenn sie einen Purpose haben als Bank, zu sagen, ich mache den Kunden glücklich, dann können sie das super gut runterbrechen in Missionen. Wie machen sie den Kunden glücklich? Einerseits, sie helfen dem Kunden, sein Bankkonto zu managen. Oder sie helfen dem Kunden, zu sparen.
können Sie es noch weiter runterbrechen und sagen, wie helfe ich denn dem Kunden zu sparen? Zum Beispiel, indem ich ihm helfe, Geld anzulegen für sein zukünftiges Eigenheim. Oder sehr amerikanisch, ne? Ich helfe dem Kunden, Geld anzulegen für die zukünftige Ausbildung seiner Kinder. Im Idealfall bauen Sie genau darum ein Team auf, sodass jedes Teammitglied in dem Team weiß, alles, was ich tue, zahlt darauf ein, dem Kunden zu helfen, die Ausbildung seines Kindes oder seiner Kinder tatsächlich zu planen, zu finanzieren. Und dadurch haben sie es geschafft, wirklich von dem oben kommenden Purpose das runterzubrechen, was jeder Einzelne dazu beitragen kann. Das ist die eine Seite, ne? Und die vielleicht auch ein bisschen philosophisch anmutet. Es gibt natürlich auch eine ganz naheliegende praktische Seite von dem Ökosystem im Sinne von, wie baue ich mir das auf? Und zwar nicht random, sondern wirklich sehr strategisch und bewusst, und welche Rolle spiele ich darin, das zu führen? Wie nutze ich denn so ein Ökosystem, um den Fachkräftemangel, den ich habe, auszugleichen? Wo will ich eigentlich mit Wettbewerbern zusammenarbeiten, weil es gar nicht um den Wettbewerb geht, sondern wirklich gemeinsam was Besseres zu schaffen? Und das Spannende ist, Thorsten, als wir in die Beispiele reingeschaut haben, ne, haben wir gerade im Konsumgüter- und Retail-Bereich gefühlt 1 Million Beispiele gefunden, wie diese Industrien hier wirklich auch Vorreiter sind, ein Ökosystem aufzubauen und zu nutzen. Du hast vollkommen recht. Und wenn ich das Thema Ökosystem in dieser Industrie betrachte, das ist nichts Neues. Das Thema ist eigentlich gelebte Wirklichkeit und wird in unterschiedlichster Dimension schon gemacht. Wo wir ein bisschen drüber diskutiert haben im Vorfeld und ein bisschen eingetaucht sind, was ist neu und vielleicht was ist anders im Vergleich zu früher. Ich glaube, wo die Industrie, die CP-Industrie seit Jahrzehnten sehr erfolgreich ist, ist, wenn sich verschiedene Unternehmen zusammenschließen, die jetzt vielleicht nicht aus der identischen Kategorie kommen und gerade im Produktentwicklungsbereich neue Themen zusammen launchen. Das kann sein, dass es sich, du hast vorhin schon eine IKEA erwähnt, das kann sein, dass sie eine IKEA mit einer Lego sich zusammentut im Bereich Storage oder mit einer Sonos im Bereich Excitement und Living. Also diese Themenstellungen gibt es schon sehr, sehr lange. Rimowa und Swarovski war, glaube ich, mal vor 10 Jahren irgendwann ein Thema, wo sich die zwei Unternehmen zusammengetan haben. Sprich, ob es einfach nur ins Design geht, ob es einfach nur in einen Mehrwert durch Kombinatorik von zwei Unternehmen und Produktwelten geht. Dieses Ökosystem gibt es schon lange. Was ist neu und was verändert sich? Und ich glaube, dass das Herausragende ist in beiden Industrien, Retail als auch CP, dass sich Ökosysteme auf die Kernprozesse mittlerweile, innerhalb der Kernprozesse auch widerspiegeln. Und sich teilweise in, wo man früher gesagt hat, Kernprozesse, das ist mein Core, das muss mir gehören, mittlerweile die Offenheit und Flexibilität sich ergibt, auch mit vielfältigen anderen Marktteilnehmern zu arbeiten. Und ein schönes Beispiel, weil ein persönlicher Freund von mir, geht man mal in die Badkeramik. Eine Villarreal in Boch hat eine fantastische Produktdesignabteilung, macht tolle Arbeit. Ich weiß nicht, wie viele Leute drin sind, aber sicherlich 30, 40, 50 Leute, die wirklich in dem Core eines Badkeramikunternehmens, sprich Produktdesign, Produktentwicklung, sehr gute Arbeit leisten. Laufenbad zum Beispiel, dieses Schweizer Unternehmen, hat das Thema, die haben kein Produktdesign. Im Endeffekt nutzen sie schlussendlich große Designer, große andere Companies wie die italienische Kartell und sagen, wir bauen jetzt einfach zusammen eine Produktlinie. Und diese Produktlinie ist spezifisch nur einmalig und wird platziert am Markt und dann wird was Neues gemacht. Sprich, eigentlich Produktentwicklung, Produktdesign durch unterschiedliche andere Marktteilnehmer abzugleichen. Gibt es auch schon länger, auch nichts was ganz Neues. Was für mich im Endeffekt ein bisschen stärker und herausragender ist, ist, wenn man in das Thema Go-to-Market oder Supply Chain geht. Und ein klassisches, sehr präsentes, aber nicht Consumer Business Thema ist sicherlich, was BioNTech und Pfizer zusammengetan hat. BioNTech mit dem Produkt, dem bekanntesten Produkt der letzten Jahre, hätte es nie geschafft,
allein aus ihrer eigenen Organisation, aus ihrem eigenen Prozess und Organisationsdesign diese Power an den Markt zu bringen. Sprich, Pfizer mit ihrem Apparat hinten dran im Bereich Route-to-Market, in dem Bereich Kommerzialisierung als auch Produktion war eine perfekte Kombination. Kann man sich die Frage stellen, gibt es das bei uns auch? Gerade letzte Woche einen schönen Bericht darüber gelesen, dass Beyond Meat mit PepsiCo eine Partnerschaft eingeht, wo Beyond Meat einfach die Commercial Power einer PepsiCo nutzt, um Markt-Traction hinzubekommen. Sprich, zum einen die weltweite Distribution, die Marketing-Power hinzubekommen und die Distributionswege, die existieren, in einer PepsiCo auch nutzen zu können. Sprich, eigentlich ein Kernprozess eines Markenunternehmens, eigentlich ein Kernprozess eines produzierenden Unternehmens, aber an dem Stage, wo Beyond Meat jetzt steht, kann das ein sehr, sehr sinnvoller Schritt sein. Was ist dort, und das ist ein bisschen der abschließende Punkt, den ich hier gern erwähnen möchte, warum wird das gemacht? Und ich glaube, es hängt halt mit den Fragestellungen des jeweiligen Unternehmens zusammen. Und auch wieder hier, Beispiel Beyond Meat, Schnelligkeit, Stabilität. Es soll schnell gehen und es muss ein stabiles Target Operating Model existieren, dass es funktioniert. Und das ist, glaube ich, mitunter, wenn man Organisationen und Ökosysteme aus der Perspektive betrachtet, sehr, sehr spannend. Ein allerletzter Punkt, dann bin ich auch schon ruhig. Ökosysteme, und ich glaube, das ist sehr besonders. Und auch da ist unsere Industrie, Tanja, ein bisschen wahrscheinlich weiter als vielleicht die Bankindustrie, ist Ökosystem als Plattformindustrie zu betrachten und nicht Teilnehmer eines Ökosystems zu sein, sondern vielleicht das Ökosystem selbst zu orchestrieren. Das hat natürlich einen Einfluss auf eine Organisation, die ist signifikanter Natur, weil sich dadurch das Geschäftsmodell eigentlich ändert und man eigentlich ganz neue Teile einer Wertschöpfung innehat und dadurch natürlich auch ganz neue Potenziale hebt. Plattformgeschäft im Retail ist, ja, wir haben es erfunden. Sprich, das ist eine gelebte Praxis, die natürlich immer verfeinert und immer breiter gehen kann. Aber auch da, wenn man Ökosystem mal aus der Perspektive betrachtet, sehr, sehr spannend. Und das ist wirklich faszinierend, ne? Weil das Ökosystem oftmals auch so ein bisschen stiefmütterlich normalerweise in diesen Diskussionen behandelt wird. Aber es gibt eben fantastische Beispiele, was es tatsächlich bringen kann. Und ich glaube, gerade in Zeiten des Fachkräftemangels ein unglaublich mächtiges Instrument. Die zweite Ebene, die wir nach dem Ökosystem betrachten, ist die Organisation. Und verzeihen Sie es mir, ich bin hier auch wieder ein bisschen schwarz-weiß unterwegs. Aber auch da, es hilft ja manchmal, um die beiden Endpole aufzuzeigen. Wenn ich in dieser alten Welt, die wir vorhin gezeichnet haben, unterwegs bin, ne, wo sehr viel vorhersehbar ist und wo es wirklich um schneller, breiter, größer geht, dann ist es sicherlich hilfreich, sehr traditionell unterwegs zu sein im Sinne von, ich habe wirklich eine Funktion, auf die ich mich konzentriere. Negativ könnte man Silo nennen, aber die haben ja teilweise auch wirklich ihren Vorteil, weil ich innerhalb dieses Silos eine Schnelligkeit und eine funktionale Expertise erzeugen kann. Und weil ich effizient bin, auch im Sinne von, es gibt ganz klare Wege, wie Entscheidungen getroffen werden, wie eskaliert wird, wie vorgegangen wird. Das Thema ist, dass es gleichzeitig dazu führt, dass ich eben sehr viele hierarchische Ebenen tatsächlich habe, dass ich Silos habe, funktional oder nicht, ist ja egal, aber ich habe ein Silo. Und das hindert in einer gewissen Weise, wirklich schnell zu sein. Das hindert, und zwar nicht im Sinne von effizient schnell zu sein, sondern schnell in sich anpassen. Teams auf- und abzubauen, je nachdem, was das Thema gerade ist, größer werden lassen, kleiner werden lassen. Und tatsächlich dieses, ja, ich glaube, das ist wirklich der Hauptthema, dieses Scale up, Scale down und schneller zu sein, Entscheidungen zu treffen, die dann nicht an einer Person tatsächlich hängen. Und das ist genau, warum wir sagen, eine anpassungsfähige Organisation bewegt sich weg von der Hierarchie und sehr viel stärker in Richtung Netzwerkgedanke und natürlich Cross-Funktionalität an der Stelle. Im Idealfall Teams, die eine spezielle Mission haben, um die herum sie arbeiten und charakterisiert eben durch wenig Hierarchie und tatsächlich auch
weniger Governance, die aber dafür sehr klar ist und dadurch aber auch nicht so bürokratisch an der Stelle ist. Und ich glaube, das Wichtigste ist wirklich zu verstehen, es geht dann auch gar nicht mehr so sehr darum, für wen arbeite ich, sondern es geht eher darum, mit wem arbeite ich. Also wirklich sich auch anzuschauen, wie werden Entscheidungen getroffen im Unternehmen. Denn sind wir mal alle ganz ehrlich, wir haben einen Org-Chart, kein Unternehmen agiert wirklich exakt so, wie es auf dem Org-Chart abgebildet ist. Ich habe immer automatisch bestimmte Dinge, die ich über die Seite spiele. Ne? Wie kommuniziere ich mit dem Kunden? Wie werden Entscheidungen getroffen? Wo beeinflusse ich wen? Warum baue ich nicht tatsächlich eine Organisation, die genau das berücksichtigt und nicht weitere Hürden einbaut, über die ich dann nochmal drüber springen muss? Insofern wirklich der Kern hier weg von der Hierarchie, weg von den Silos hin zu Netzwerken und Cross-Funktionalität. Und ich meine, Thorsten, da haben wir die besten Beispiele, glaube ich, die wir bringen können, was in der Industrie schon passiert ist. Ja, ich glaube, zwei Punkte. Und für mich läuft es immer mit dem Schlagwort Potenziale heben. Eine Organisation hat so viele Möglichkeiten, so viel Power und selten wird das Potenzial gehoben. Ein Klassiker, und ich glaube, alle Teilnehmer können das nur unterstreichen, in den jeweiligen Unternehmen in den letzten Jahren unter dem Schlagwort Digitalisierung, das Zusammenspiel zwischen, nennt es mal IT-Technologie, digital und dem klassischen Business. Diese zwei existierenden alten großen Silos, die sich sehr oft aneinander reiben und wenig lösungsorientiert in der Vergangenheit waren. Wer ist im Lead? Wer treibt das Thema? Wer sagt dem anderen, was zu tun ist? Das sind klassische Silo-Denkens, die in der Vergangenheit existiert haben. Und ich muss sagen, das ist mittlerweile in vielen Unternehmen gut gelöst. Wenn ich mich an zum Beispiel den Düsseldorfer Henkel betrachte, durch ihre DX-Organisation, die sie neu aufgebaut haben und mittlerweile das Zusammenspiel zwischen Business und IT/digital wirklich integrativ passiert und man, sagen wir mal, die Business-Frage in den Mittelpunkt stellt und dann zusammen daran arbeitet, bis es erledigt ist und sich dann dem Nächsten zuwendet. Das ist, glaube ich, mittlerweile aus der Silo-Perspektive ein fantastisches Beispiel. Wenn wir mal in die Zukunft schauen und mittlerweile sich die unterschiedlichen Unternehmen anschaut, und ich nehme jetzt mal den erfolgreichen Discounter aus Süddeutschland. Wir haben mittlerweile Unternehmen, die sehr vielschichtig agieren, die unterschiedlichste Revenue Streams haben. Und die schwarze Gruppe mit dem aufgebauten Pre-Zero neben dem klassischen Handel natürlich mittlerweile im Recycling unterwegs ist. Sie haben ein produzierendes Gewerbe. Sie haben gerade, ich glaube, vorgestern announced, eine Papierfabrik gekauft. Bedeutet schlussendlich, wir haben jetzt hier eine Situation, man kann es eigentlich Circular Economy nehmen, von der Produktion über die Verpackung, bei der Vermarktung und dem Recycling hinten dran. Jetzt kann ich diese Unternehmen alle als Standalone-Unternehmen betrachten oder ich versuche, eine Organisation in einem Netzwerk aufzubauen, um die Potenziale dieses Themas zu heben. Und das ist ein Thema, was nicht Projektgeschäft ist, weil das ist ein Kernthema, was immer da ist. Bedeutet schlussendlich, man kann eine organisatorische Struktur haben mit einzelnen Unternehmen innerhalb seiner Gruppe, aber so vernetzt zu sein, dass man wirklich die Potenziale jetzt an diesem Beispiel auch heben kann. Und ich glaube, das ist die Herausforderung, die jetzt nicht nur diese Gruppe hat, sondern viele im Handel als auch in der Industrie. Und dafür, ja, wie du sagst, im Endeffekt agiler Silos abbrechen und wesentlich flexibler miteinander arbeiten. Und das Spannende ist, dass gerade diese Ebene der Organisation, also der tatsächlichen Struktur, wie ich es gesagt habe, ne, schwarz und weiß, und das wird sicherlich keinen Sinn machen, da eine komplette Organisation über einen Kamm zu scheren. Da geht es wirklich darum, die Balance zu finden. Denn ich werde immer Bereiche in einem Unternehmen haben, die sehr stark reguliert sind oder die ein sehr starkes standardisiertes Geschäft haben, wo es gar nicht darum geht, da mehr Flexibilität und Anpassungsfähigkeit reinzubringen. Mein Lieblingsbeispiel ist immer, alle sagen, die IT ist prädestiniert dafür, komplett auf agil zu gehen. Blödsinn, sorry. Es gibt bestimmte Aktivitäten in der IT,
Laptops aufsetzen für die 209 Mitarbeiter, die ich im Monat habe. Da brauche ich keine Agilisierung. Ne? Hier geht es wirklich darum, zu schauen, wo bringt mir das Mehrwert, flexibler zu werden und wo sind Stellen, wo ich nach wie vor wirklich über starke Effizienzgewinne und Standardisierung gehen kann. Das ist eine Organisation, das ist schön und ich habe das vorhin aber schon mal gesagt, am Ende geht es natürlich darum, dass ich in einer Organisation hochperformante Teams brauche. Und wir sagen immer, hochperformante Teams zeichnen sich auch durch eine gewisse Transparenz, eine Visibilität, aber auch, dass sie tatsächlich accountable sind. Und da kann ich als Unternehmen wirklich viel dafür tun, um zu sorgen über bestimmte Prozesse und Strukturen und Rollen, die ich definiere, dass das der Fall ist. Das Einfachste ist, ich bilde tatsächlich Teams um so eine Mission herum. Ne? Mein Bankbeispiel vorhin. Ich will meinen Kunden glücklich machen, indem ich ihm helfe, dass er für die Ausbildung meiner Kinder, dass er für die Ausbildung seiner Kinder spart. Ich kann natürlich auch für eine Cross-Funktionalität sorgen, indem ich Teams sehr divers zusammensetze, mit unterschiedlichen Hintergründen, Herangehensweisen, Denken darin zu haben. Der dritte Aspekt, den ich brauche, um so ein hochperformantes Team zu haben, ist die psychologische Sicherheit. Ich muss meinen Teams deutlich machen, dass sie wirklich die Sicherheit haben, sie dürfen Dinge ausprobieren und riskieren. Sie dürfen damit auch scheitern, ohne dass es wirklich eine negative Auswirkung auf ihre Reputation, auf ihr Selbstbild oder ihre Karriere hat. Und nur wenn ich das sicherstelle, kann ich gleichzeitig erwarten, dass sie sich in einer agilen, neuen Art und Weise miteinander zusammenarbeiten. Und dann habe ich Themen wie in der Kollaboration wirklich Entscheidungen dort zu platzieren, wo auch das Fachwissen ist, sie treffen zu können und ihnen nicht nur die Aufgabe zu geben, zu entscheiden, sondern ihnen auch das Mandat oder beziehungsweise die Autorität zu geben, das tun zu dürfen. Dann kann ich sagen, es kommt uns weniger darauf an, wie viel du irgendwie produzierst, sondern der Wert, der hinten rauskommt. Ja? Dann habe ich meine Minimum Viable Products eben nicht nur in der IT. Und dann kann ich hingehen und sagen, komm, wir lernen, reflektieren und gehen iterativ vor, um immer schneller, immer besser zu werden. Das ist wirklich ein elementarer Bestandteil einer anpassungsfähigen Organisation, denn sie können so viele Strukturen gestalten, wie sie wollen. Wenn sie es nicht hinkriegen, dass die Teams auch diese Kultur übernehmen und auf die Art und Weise arbeiten, haben sie ja mit den Strukturen am Ende nichts gewonnen. Für mich, Otto, an der Stelle wirklich das Paradebeispiel und nicht nur durch die Presse gegangen, sondern wir wissen es ja auch aus der direkten Zusammenarbeit, aber wirklich für mich ein Nordstern an der Stelle. Absolut richtig, Tanja. Und ich glaube, der Kulturwandel 4.0 von der Otto-Gruppe, das ist jetzt nichts Neues. Das ist ein initiierter Prozess, den gibt es schon 6-7 Jahre. Nichtsdestotrotz finde ich ihn im Rahmen einer solchen Diskussion immer wieder erwähnbar, weil er so vielschichtig und in unterschiedlichster Dimension erfolgreich war. Ganz kurz ausholen. Es war aufgrund des Digitalisierungsdrucks und des Geschäftsmodells Wegbrechen einer Otto-Grube gab es wirklich die Frage, wie stelle ich mich als Unternehmen neu auf? Und aus dieser sehr strategischen Geschäftsdiskussion kam eigentlich und das war das Interessante daran, ein strategischer Eckpfeiler, dass Kulturwandel für uns eine strategische Maßnahme ist. Es ist kein Enabler, es ist kein, wir machen es nebenher, sondern es war ein strategischer Eckpfeiler innerhalb der Unternehmensstrategie. Und so wurde das ganze Thema aufgesetzt und im Rahmen von langjährigen Prozessen wirklich Kulturwandel in der Otto-Gruppe etabliert. Und vielleicht 3 Punkte, warum es für mich so persönlich herausragend war. Was haben Sie gemacht im Endeffekt? Sie haben Kultur nicht als ich mache das nebenher Job etabliert, sondern es gibt eine Stabsstelle, ich glaube mittlerweile von 9 oder 10 Mitarbeitern und einen Bereichsleiter, der den Titel Kulturwandel Bereichsleiter hat und das Thema haupttätig in der Otto-Gruppe wirklich etabliert. Es ist aber nicht sein Job, es zu etablieren. Es ist im Endeffekt
seinen Job im Endeffekt alle entsprechend zu begeistern und zu enablen. Und der zweite, und das führt mich zum zweiten großen Punkt, das Team und Kulturwandel in dem Fall fing beim Vorstand an. Wenn das Commitment des Vorstandes nicht existiert hätte, das Commitment von Birk nicht existiert hätte, hätte das nicht funktionieren können. Das dritte, die Gesamthaftigkeit, und ich glaube, das ist mitunter einer der Kernpunkte. Ich glaube, wenn wir Kultur und Teamveränderung etablieren, dann kann das nicht in einem Offsite-Meeting irgendwo passieren im Management Circle. Das kann auch nicht wir fangen mal in Abteilung XY an, passieren. Es kann nur vonstatten gehen, wenn es überall stattfindet. Und das war in dieser Konsequenz, ehrlicherweise habe ich das selten gesehen, dass das Thema so intensiv herunterkaskadiert worden ist als strategischer Eckpfeiler bis hin zu diesen 60.000 Mitarbeitern, diese zu enablen und das kontinuierlich fortzutragen und das nicht, sagen wir mal, als, ja, wie gesagt, plakativ Nebenherjob zu sehen, sondern wirklich als kernstrategischer Eckpfeiler. Und ich mag das, was du auch gerade nochmal mit dem Leadership angesprochen hast, ne, von oben herab. Denn ganz ehrlich, ich kann nicht erwarten, dass Teams so arbeiten, wenn ich um sie herum eine Führung habe, die in alten Mustern feststeckt. Ja, also an der Stelle, damit ein Team so erfolgreich sein kann, diese Kultur leben kann, braucht es, wir sagen immer, inspirierende Orchestratoren am Ende. Also heißt im Endeffekt nichts anderes, als ich muss weg von Macht über Hierarchie, dieses typische Command and Control. Und es geht eigentlich darum, und da wechsle ich mal kurz ins Englische, inspire, enable, empower. Und sicherlich, um so eine Art der Führung überhaupt möglich zu machen, muss ein Unternehmen schon auch bestimmte Schritte gehen. Ich kann nicht einfach zu meinen Führungskräften sagen, ich erwarte, dass ihr ab jetzt anders seid. Ich kann das unterstützen durch eine bestimmte Art, wie ich Rollen definiere im Endeffekt. Also ich kann ja sehr wohl sagen, beispielsweise, dass ich fachliche und disziplinarische Führung trenne. Ich kann sehr wohl bestimmte Ansprüche stellen. Ich kann sagen, dass es ab jetzt, so wie wir es hier gerade auf dem Slide sehen, Führung unabhängig von Hierarchie gibt. Also tatsächlich zu sagen, ich habe einen Stand-up-Lead. Der braucht kein hierarchisches Level, um das tun zu können. Und dadurch habe ich Führung auf allen Ebenen. Ich kann sehr wohl sagen, für mich ist funktionale Expertise gar nicht das Allerwichtigste. Wie gut jemand fachlich ist, ist nicht das Entscheidende. Viel wichtiger ist, inwieweit kann ich denn dafür sorgen, dass sich Menschen miteinander vernetzen und wirklich kollaborieren. Ich brauche, und das kommt wieder zurück, was ich am Anfang gesagt habe, diese psychologische Sicherheit, die kann ich auch als Führungskraft leben, indem ich wirklich auch selber Risiken eingehe und indem ich auch zugebe, an welcher Stelle ich bestimmte Fehler, klingt immer so, ne? Fehler oder Unsicherheiten tatsächlich haben. Also da geht es wirklich darum, Innovation, Lernen und Vertrauen zu stärken. Ich will natürlich sagen, da brauche ich auch bestimmte Eigenschaften dafür, dass ich als Führungskraft das tatsächlich tun kann, erfolgreich bin. Und wir merken, dass diese Eigenschaften, die es braucht, sehr stark zurückgehen auf dieses deutsche Wort der Personalführung. Gerade wenn ich sage, weniger fachliche Expertise, aber wie kann ich tatsächlich Menschen enablen und empowern? Ich habe an der Stelle ein Projekt gehabt mit einem Kunden, wo ich wirklich komplett, wie nennt man das, mindblown irgendwie war. Die haben das ernst gemeint. Die haben nicht nur fachliche und disziplinarische Führung getrennt, die haben alle Rollen, alle Führungsrollen unter Vorstand komplett neu ausgeschrieben. Alle. Das heißt, keine heutige Führungskraft war sich sicher, ob sie weiterhin eine Führungsrolle hat. Es mussten sich alle neu bewerben. Und die Auswahlkriterien für die zukünftigen Führungskräfte unter Vorstand waren zu 100% abgeleitet aus den Kriterien, die wir definiert haben, die eine zukünftige gute Führungskraft braucht. Und das hat dazu geführt, dass viele Führungskräfte keinen Führungskräftejob mehr hatten. Den hat man dann sicherlich Positionen angeboten, auch in der funktionalen, fachlichen Dimension, aber die waren dann nicht mehr in der Rolle als People Lead an der Stelle. Wir reden
so viel über jetzt auch Funktionen, ne? Ich bin ein Teammitglied, ich bin eine Führungskraft, aber wir vergessen manchmal, da stecken ja Individuen dahinter. Ich finde es ganz spannend, denn rein theoretisch, ganz traditionell gesehen, sind wir Menschen ja eigentlich eher resistent Veränderungen gegenüber. Und wir haben es gern immer gleichbleibend. Das bedeutet, dass auch ganz traditionelle Talentprogramme eher genau das, nämlich Stabilität, Gleichförmigkeit, propagieren oder unterstützen. Das Spannende ist, in dieser anpassungsfähigen Organisation brauche ich aber genau das Gegenteil. Ich brauche Mitarbeitende, Individuen und Führungskräfte, Individuen, also die sehr wohl sich bewusst sind, dass sich alles ständig verändert und die bereit sind, diesen Weg zu gehen, sich darauf einzulassen und entsprechend resilient sind. Und es gibt kein Training auf dieser Welt. Das heißt, werde resilient in einer Stunde E-Learning. Also sicherlich gehört auch Training dazu, aber es geht eher darum, wirklich eine Kultur und eine Umgebung zu gestalten, die diese Art von Resilienz fördert. Und das kann beim Recruiting anfangen. Ich erlebe immer mehr Beispiele, wo es beim Recruiting eben nicht mehr nur darum geht, nach Skills einzustellen, sondern wo dieser Culture Fit eine echte Kategorie ist, die ich in den Bewerbungsgesprächen abprüfe, wo es darum geht zu sagen, wie kann ich denn incentivieren, dass ich eben nicht mehr meine individuellen, egoistischen Ziele erreichen will, sondern tatsächlich Teamziele erreiche. Also wenn ich wirklich sage, ich will das holistisch angehen, muss ich mir einmal den kompletten Employee-Lifecycle anschauen und kann eben nicht einfach nur sagen, ich biete ein Training an, sondern ich muss als Unternehmen alles dafür tun, dass Mitarbeitende befähigt und bewilligt werden oder incentiviert werden, sich genauso zu verhalten. Und für mich selber ist wirklich dieser Incentivierungsgedanke, der ja auch im Performance Management ein Hauptbestandteil ist, der Schlüssel, um zu helfen, diese Kultur zu verändern. Da sprichst du einen guten Punkt an und vielleicht mal auf unsere Industrie wieder betrachtend. Ich glaube, das ist sicherlich ein Thema, was ich, wenn ich jetzt Retail und Consumer Products betrachte, sehr unterschiedlich ausgeprägt war. Die klassische Consumer Products Industrie, die natürlich sehr auch international schon seit jeher geprägt war, war schon immer eine Industrie, die, sagen wir mal, das Thema High-Performance-Kultur im Mittelpunkt gestanden hat. Ich glaube, der deutsche Handel im Gegensatz dazu hat eine unglaubliche Transformation durchgemacht in den letzten Jahren. Und ich muss da immer wieder nur sagen, Chapeau, das war ein Ritt und ich glaube, ein sehr erfolgreicher Ritt. Aber zurückzukommen zu deiner Anmerkung, High-Performing-Kultur und ein Beispiel, und auch das ist nichts Neues, aber spiegelt im Endeffekt wieder was, meiner Meinung, dass wir in dem produzierenden Gewerbe schon sehr lang, sehr, sehr, ja, fortliedermäßig hier unterwegs sind. Das ist sicherlich Adidas mit dem MyBest-Programm. Und ich weiß gar nicht, ob es Adidas selbst gesagt hat oder ob ich es irgendwo mal gelesen habe, dass man im Endeffekt das Individuum im Coaching, in der Bewertung, im Performance-Thema nicht mehr auf dem vergangenen Verhalten beurteilt und betreut, sondern im Endeffekt ihm ein Entwicklungsfeedback gibt für zukünftiges Verhalten. Und ich glaube, das ist im Endeffekt ein maßgeblicher Aspekt oder eine maßgebliche Vision, um wegzukommen von Evaluierung hin zu Development. Was dazu auch gehört in diesem großen Programm. Und ich glaube, das ist ein sehr gutes Programm, dass man halt, sagen wir mal, nicht mehr das klassische, ich habe ein Jahresgespräch, unterhalte mich 90 Minuten über meine Ziele und 12 Monate später bekomme ich das Feedback, was mit meinen Zielen, wie ich sie erreicht habe, sondern hin zu einem kontinuierlichen Austausch. Und Austausch geht sowohl in die Richtung als auch in die andere Richtung. Von 90 Tagen, Tageszielen bis Touchbases, die auf monatlicher Basis existieren, bis zu quarterly Feedback-Schleifen, die holistisch sind, die nicht nur Manager hin zu Mitarbeiter, sondern wirklich 360 Grad breit sind. Und all das zusammen führt, glaube ich, dazu, dass man die einzelnen Individuen einer Organisation
entwickelt, weiterentwickelt, aber auch so positioniert, dass sie für sich im Endeffekt, wie du sagtest vorhin mal, self-entrepreneurial agieren. Und ja, das ist meiner Ansicht nach ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil. Und das Spannende ist ja tatsächlich, dass Adidas sich, passt ja auch zur Firma, sehr stark am Sport orientiert hat, als sie ihr neues Performance Management Development, eigentlich eher Managementprogramm, aufgesetzt haben. Denn im Sport lasse ich auch nicht einen Spieler erstmal ein Jahr lang irgendwie spielen, um ihm dann am Ende das halt sozusagen, was gut war oder nicht. Auch da habe ich die Zyklen zwischendrin. Also insofern ist es wirklich dieser große, breite Wurf, nenne ich es jetzt einfach mal, den es braucht und all diese Elemente, um eine Organisation tatsächlich zukunftsfähig zu machen. Gleichzeitig werde ich häufig gefragt, muss ich alles gleichzeitig angehen? Also bedeutet es wirklich, dass ich meine komplette Organisation von heute auf morgen um 180 Grad umwerfen muss? Ich kann sagen, ich kenne eine Firma in Deutschland, mit der wir das gemacht haben, und mehrere in den USA. Und das ist heftig, ja, weil das ist wirklich, du greifst ja echt an jeder Stellschraube gleichzeitig an, die es gibt. Deswegen, wenn wir uns einmal anschauen, was erlebe ich häufiger in Deutschland vor allem und auf dem deutschen Markt, ist mit einer Sache anzufangen. Dann kommt sicherlich auch immer die Frage, muss ich in den 5 Elementen von Ökosystem, Organisation, Leader, Team, Leader, Individuum in der Reihenfolge vorgehen? Meine Antwort ist, in einer idealen Welt würden wir das so machen, aber was ist schon ideal? Was erlebe ich viel häufiger? Dass Unternehmen kommen und sagen, und das ist wirklich der häufigst gehörte Satz, ich habe gesehen, wie Spotify-Model aussieht. Ich hätte gern, dass meine Organisation so strukturiert ist. In keinem Fall bisher habe ich dann Spotify exakt so umgesetzt und eingeführt, aber da haben wir dann an der Struktur angefangen. Die Möglichkeit gibt es tatsächlich. Es gibt andere Situationen, wo ich habe, die IT fängt an, agile Verhaltensweisen einzuführen und das würden wir jetzt gerne auf alle Bereiche ausführen. Kann auch sein. Für mich ist der wichtige Punkt, ich muss mir bewusst sein, ich kann natürlich an einer Stellschraube anfangen, damit ich aber wirklich den größten Benefit aus dieser ganzen Veränderung heraushole, muss ich natürlich schauen, dass alle Elemente ineinander spielen und zueinander passen. Deswegen, es ist vollkommen in Ordnung, mit einer Stellschraube anzufangen. Kann auch manchmal einfach einen Piloten machen und an einem Teil der Organisation mal ein bisschen rumschrauben und schauen, wie sich das geht. Ich muss mir aber bewusst sein, am Ende ist es wirklich eine unglaubliche Fülle an Stellschrauben, die wie so ein Uhrwerk, ne, wieder miteinander im Einklang sein müssen. Damit wir jetzt zumindest noch 5 Minuten für Fragen haben, würde ich sagen, an der Stelle mal genug des Inputs und lieber einen Fokus drauf, welche Fragen Sie jetzt nach dem, was Sie gehört haben, an uns haben. Tatsächlich sehe ich einige Fragen hier im Chat und ich würde gerne mal hier die erste vorlesen. Haben Sie im Zuge der Pandemie eine Verlagerung oder Intensivierung des Schwerpunkts der Unternehmen auf Anpassungsfähigkeit und Resilienz erlebt oder erleben Sie die Entwicklung unabhängig von der Pandemie? Also nicht unabhängig davon, definitiv. Also nicht nur die Pandemie, ne, das möchte ich nochmal deutlich sagen, sondern eigentlich, was Thorsten vorhin gezeigt hat. Themen wie Klima, Nachhaltigkeit, Fachkräftemangel, Krieg, Auswirkungen auf Lieferengpässe. Das spüren wir in der Tat, denn darf man nicht vergessen, im Endeffekt leben wir gerade das Horrorszenario, das wir früher immer nur als Schreckensbild gemalt haben. Und diese Situation führt einfach dazu, dass Unternehmen wirklich spüren, halt nicht nur hören von außen, sondern sie spüren selbst, wie wichtig es ist, anpassungsfähig zu sein, weil sie auf einmal diese Unvorhersehbarkeit und diese Volatilität. Dankeschön, Thorsten, tatsächlich am eigenen Leib spüren. Und dadurch merken, sie müssen was verändern. Also ja, nicht nur Pandemie, aber auch Pandemie haben dazu geführt, dass wir deutlich mehr Anfragen in diese Richtung bekommen. Danke, Tanja. Ich
Ich habe ja auch noch eine weitere sehr spannende Frage. Wenn bei den Führungskräften der Zukunft der Fokus jetzt auf Vernetzen und nicht mehr auf Macht durch Hierarchie liegt, sind dann Frauen per se die besseren Führungskräfte? Es ist nicht das erste Mal, dass ich diese Frage tatsächlich höre. Also, Führungseigenschaften, die in dieser zukünftigen anpassungsfähigen Organisation tatsächlich notwendig sind. Da gibt es bestimmte, die stereotypisch, und das möchte ich an der Stelle wirklich betonen, stereotypisch eher Frauen zugeschrieben werden. Ne? Dieses Enable, Empower, Show, Verletzlichkeit, Vulnerability. Und ja, bestimmte Führungseigenschaften, die stereotypisch eher Männern zugeordnet sind, zum Beispiel führen über hierarchische Macht, sind weniger erwünscht oder weniger erfolgreich. Gleichzeitig habe ich natürlich den Fall, das hatte ich vorhin gesagt, es geht ja auch sehr stark um dieses Vernetzen, sein eigenes Netzwerk aufbauen, dieses Netzwerk auch tatsächlich nutzen und spielen. Und da sehen wir häufig, dass ganz historisch gewachsen und sehr stereotypisch Männer in der Regel über ein größeres Netzwerk an anderen Führungskräften besitzen und mehr Erfahrung haben, das zu spielen. Und das ist wirklich eine sehr stereotypische Betrachtung an der Stelle. Deswegen würde ich sagen, kategorisch kann ich diese Frage nicht mit Ja oder Nein beantworten. Ne? Und ich glaube auch gar nicht, dass das zielführend ist. Viel wichtiger ist ja zu schauen, welche Art von Eigenschaften brauche ich zukünftig als Führungskraft und wie kann ich Führungskräften helfen, egal welchen Geschlechts, diese Eigenschaften zu entwickeln und dann auch wirklich kontinuierlich an den Tag zu legen und zu leben. Das als meine Antwort. Super, danke. Wir können noch eine Frage, glaube ich, nehmen, auch wenn es 59 ist. Die Teilnehmer, die einen harten Anschlag haben, gehen raus. Aber ich finde die eine Frage, die ich hier noch sehe, gerade nochmal, auch nochmal in Richtung Pandemie und Krieg, finde ich eigentlich ganz spannend, die zumindest noch zu beantworten. Ja, und zwar ist die Frage, aufgrund der gestiegenen externen Einflüsse durch Pandemie und Krieg, wie du es gerade sagtest, wie müssen Organisationen in der Consumer Products und Retail Branche damit umgehen und was sind Stellhebel? Ja, da springe ich vielleicht mal ganz kurz rein. Ich glaube, dass der Need der Veränderung ist im Moment ja, zu 100% gegeben. Warum? Es ist im Endeffekt, wir müssen alte gewachsene Organisationen mit alten gewachsenen Prozessen werden dem Veränderungsbedarf, der durch externe Effekte im Moment auftaucht, nicht mehr gerecht. Bedeutet, und wenn ich es ja im Moment in der Presse lese, wir haben früher zwischen CP-Industrie und Retail einmal im Jahr Jahresgespräche gehabt, dann haben wir das Thema im Endeffekt ein Jahr lang umgesetzt, gut war. Sie haben im Moment alle 3 Monate entweder Produktshortages, Preiserhöhungen, Rohstoffmangel. Also Sie haben im Moment eigentlich jede Woche ein anderes Fragezeichen auf Ihrem Tisch liegen, was einen Einfluss auf Ihre Produktion, auf Ihre Vermarktung und auf Ihr Produktportfolio hat. Und wenn man, ich sag mal, alte Prozesse weiterhin so belässt, dann kann man am Markt nicht mehr erfolgreich sein. Wenn man, sagen wir mal, alte hierarchische Prozesse, wie es du gerade angesprochen hast, mit alten Kontrollmechanismen, mit alten Entscheidungskaskaden, die alle seine Zeit dauern. Wenn man das alles im Endeffekt so belässt, wie es vielleicht in der Vergangenheit war, mit der neuen Anforderung bezüglich Schnelligkeit und Stabilität, das muss man übereinander bringen. Und ich glaube, dass dadurch ergibt sich der Automatismus, dass sich Organisationen jetzt weiter wandeln müssen, um genau diese Flexibilität innerhalb der Organisation etablieren zu können. Danke dir. Wunderbar. Und damit sind wir 1 Minute drüber. Herzlichen Dank für die Teilnahme. Wir nehmen alle weiteren Fragen, die wir reinbekommen haben, auf, werden die auch nochmal schriftlich beantworten und haben uns sehr über Ihre Teilnahme gefreut. Wir laden Sie gern und herzlich auch wieder zu unserem nächsten Webcast ein, aber haben Sie erstmal noch eine gute Woche. Und einen schönen Wiesnauftakt, wenn Sie Münchner sind. Tschüss. Tschüss.